Kai Wegner ist am Ziel. Doch das letzte Wegstück war steinig. Erst im dritten Durchgang wurde der CDU-Politiker im Berliner Abgeordnetenhaus zum neuen regierenden Bürgermeister gewählt. Er erhielt 86 Ja- und 70 Nein-Stimmen. Zuvor verpasste er zweimal die absolute Mehrheit. Der 50-Jährige löst nun nach nur anderthalb Jahren Franziska Giffey von der SPD als Regierungschefin ab und führt eine schwarz-rote Koalition an. Wer in den geheimen Wahlgängen für bzw. gegen Wegner stimmte, ist nicht bekannt. Fest steht, dass er die Wahl annahm, auch wenn die AfD angab, im dritten Anlauf für ihn gestimmt zu haben. Die Wahl galt bereits im Voraus als nicht komplett sicher. Es war angenommen worden, dass einige Sozialdemokraten aus Ärger über das schwarz-rote Bündnis mit Nein stimmen oder sich enthalten könnten. Die CDU hatte die Wiederholungswahl im Februar deutlich gewonnen. Bislang regierte in der Hauptstadt eine Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei.